Willkommen zu Just Cause 4. Wir starten hier ein neues Spiel. Just Cause wird im Grunde nur ein Übergangsprojekt, bis Darksiders beginnt. Wenig Spaß und wenig Blödsinn anstecken. Ein Ex-Agency-Mitarbeiter Rico Rodriguez. Seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die Schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun in San Espirito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet, Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Señor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier, in Solís. Jetzt. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt IAPA. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich hab Leute, die uns helfen. Mira, ich hab sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komm klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen, wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht? Hm? Na gut. Dann viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. Kommunikationscheck. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Okay, einhaken. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du darüber? Okay, wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Ah, okay, hier. Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solís glauben ihm. Projekt IAPA wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die Schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Ah, nach oben. Okay. Weit weg. Hey, hau ab! Dieser Bereich ist nur für die Schwarze Hand. Du bist im Sperrgebiet. Verschwinde! Du hast keine Befugnis, hier zu sein. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Okay. Kontakt. Verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen.
Er ernsthaft schon eine tiefe Farbe Modus, okay. Etwas ungewohnte Steuerung. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut habe. Die Schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern, die von Espinosa kontrolliert wird. Seine eigene Privatarmee. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Aha, okay, das kann ich hier nicht erbetten. Ich sehe die Vorsprünge. Dann bist du richtig. Kommst du irgendwie rüber? Kein Problem. Ah, das war jetzt vielleicht. Okay, doch. Tötet den Feind, bevor der nächste Test beginnt. Da lasse ich mich mal kurz runterfallen. Ich bin bei Projekt Iapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich finde schon einen Weg. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen. Okay, die ziehen sich jetzt nicht zusammen. Na komm, hoch da. Oh, kacke. Da wollte ich nicht hin. An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Achtung, Achtung! Senior Espinosa bittet alle Mitarbeiter, sich nach drinnen zu begeben. Es steht ein Test des Projekts Iapa. Finde diese Konsole. Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Fast fertig. So, wo muss ich jetzt hin? Okay, wer war? An alle Einheiten, Position halten! Gegner im Gebiet!
Okay, ich habe keine Waffe mehr. Ich bin noch nicht ganz warm mit der Steuerung. Ich denke, das merkt man. Weg da! Okay, Mira, ich habe die Konsole gefunden. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Du bist drin, Mira. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einheiten, der Feind hat Zugriff auf das Netzwerk. Halte den Eindringling um jeden Preis auf. Oh, Scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten! An alle Einheiten! Tötet den Eindringling! Sie versuchen's doch schon, meine Liebe. Eine Waffe wieder. Sprinten ist nicht auf der Taste, wo ich sie gerne hätte. Hier sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Falsche Waffe. Klar, lass dir ruhig Zeit. Dieser ganze Aufwand und dann ist er ganz oben. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Señor. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen.
Rico. Rico, hier ist Mira. Bitte antworte. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit, Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay, wir sehen uns dann. Scheiße. Ja, ich stelle mich noch etwas sehr unfähig an. Ich hoffe, ich gewinne. Haken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Hier müsste ich richtig sein. Ich habe noch nie so etwas wie Iapa gesehen. Mira könnte recht haben. Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt, aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Hast du den Sturm letzte Nacht mitbekommen? Wie ist es denn für deine Schwester gelaufen? Okay, der schmeißt einfach den Tisch um. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ein Heli der Schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Das ist die Schwarze Hand. Was wollen die hier? Ziemlich schnell leergefegt. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner Schwarzen Hand. Siehst schlimm aus. Wasser? Die Schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Ich glaube, ich schaffe Projekt Iapa nicht alleine. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen Iapa? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht
wurde ein Anschlag auf die Projekt Iyapa-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden. Gabriella! Lass ihn gehen, Cousine. Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Mira! Hey, halt! Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt Iyapa. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Kaskios Vasios. Vor Jahren hat die Schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Luis, richtig? Kümmere dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die Schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. Hoffentlich funktioniert das. Okay, netter Anfang. Das wird schon, spring einfach. Aber das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.